jetzt zu den Landtagsspitzenkandidaten aus Oberbayern für die Piratenpartei. Wenn Sie bitte nach vorne kommen mögen, danke. Noch ein Hinweis zur Pressemappe. Sie werden in der Pressemappe verschiedene Sachen, insbesondere zum Bezirk, finden. Etwa das Bezirksparteiprogramm, das Bezirkswahlprogramm, Ausführungen, auch eine PowerPoint-Präsentation von der Spitzenkandidatin. Genauso ausführlich ist das Wahlprogramm der Piratenpartei zum Landtag. Wir haben heute die Möglichkeit, auch Fragen an die Kandidaten direkt zu stellen. Wir werden gleich anfangen mit unserem Spitzenkandidaten, Herrn Liebe. Er sitzt hier zu meiner Linken ganz außen. Dann werden wir weitermachen mit Anna Lang. Fortsetzen mit Roland Jungnickel. Weitergehen zu Rebecca Wiesner. Und das Podium erstmal schließen mit Florian Deißenrieder. Ich darf also Herrn Liebe erstmal bitten, das Eingangsstatement für die Landtagskandidaten zu halten. Danke. Ja, danke schön. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Liebe. Ich bin 41 Jahre alt und Kandidat im Stimmkreis 108, Schwabing, Freimann, Ludwigsvorstadt, Maxvorstadt. Die Politik gerade hier in Bayern auf Landesebene hat in den letzten 20 Jahren massiv ein immenses Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Und es liegt eigentlich nun an uns Politikern insgesamt, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Ein guter Start hierfür wäre eigentlich mal, wenn die bayerische Staatsregierung beginnen würde, für ihre Entscheidungen einzustehen und die Daten nachvollziehbar und vor allem vollständig zu veröffentlichen. Nicht nur die Hypo-Vereinsbank-Affäre hat eindeutig gezeigt, dass man für die bayerische Staatsregierung ein gewisses Kontrollgremium, eine Kontrollinstanz braucht, die diesen Namen auch verdient. Und dieses notwendige Kontrollgremium kann eigentlich nur aus der Bevölkerung kommen, sei es durch engagierte Einzelpersonen, sei es durch Vereine oder außerparlamentarische Initiativen oder Organisationen, wie beispielsweise der Transparency International. Aus diesem Grund benötigt Bayern dringend nicht nur ein Informationsfreiheitsgesetz, sondern ein Transparenzgesetz, das nach den Richtlinien des Open Data, was dann nach diesen Richtlinien entspricht. Sämtliche Zahlen, sämtliche Daten und Gutachten und Verträge müssen digitalisiert nach offenen Standards proaktiv, das heißt ohne Nachfragen, veröffentlicht werden. Nachdem also die bayerische Staatsregierung bisher sehr sparsam mit ihren Veröffentlichungen ist, ist sie gleichzeitig dabei, unter anderem beispielsweise mit dem Bayern-Trojaner, hier grundsätzlich Daten abzuschöpfen von der Bevölkerung Bayerns. Der Bayern-Trojaner und auch die Einstellung der Staatsregierung zur Vorratsdatenspeicherung oder auch zum das neue Gesetz, vor allem auch das neue Gesetz zur Bestandsdatenauskunft, beweisen, dass es tatsächlich nicht ausschließlich der Terrorismus ist, nach dem gefahndet wird. Denn wenn es nur der Terrorismus wäre, bräuchte man nicht für die Verfolgung von einfachen Ordnungswidrigkeiten ohne richterlichen Beschluss Zugang auf die Telefondaten und auf die PINs und PUCs der Handys. Hierbei muss auch in Bayern endlich wieder gelten, dass der Zweck eben nicht die Mittel heiligt. Erst recht nicht, wenn es ein vermeintlich guter Zweck ist. Denn auch dann darf man diesen Zweck, wenn man entsprechende Mittel einsetzt, nicht ins Gegenteil verkehren. Die bayerische Staatsregierung ist also mit diesen Mitteln tatsächlich dabei, das Restvertrauen, was die Bevölkerung noch in die Politik hat, zu zerstören. Die Wahlbeteiligung sinkt Jahr für Jahr und auch wenn mal die Prozente der CSU steigen, die absolute Wählerzahl sinkt. Wir brauchen hier in Bayern wieder Politiker, die sich den Bürgern verpflichtet fühlen, für die es selbstverständlich ist, dass die bayerische Bevölkerung der Chef ist und nicht der Ministerpräsident. Und mit der bayerischen Bevölkerung meine ich ausdrücklich alle in Bayern lebenden Menschen, vollkommen irrelevant vom Pass oder vom Ausweis, den sie in der Tasche tragen. Die CSU hat dies meines Erachtens nach vergessen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir sie
daran erinnern werden, welche Verantwortung sie hat. Allein schon dadurch, dass wir Piraten die Partei sein werden, die die Mehrheit der CSU im Landtag verhindern wird. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Anna Lang und ich bin Kandidatin im Stimmkreis Erding. Ich bin jetzt hier in der Runde auch die Einzige, die auf ländlichem Gebiet eigentlich Spitzenkandidatin ist. Ich studiere aber und lebe auch in München, studiere Jura, aber habe die meiste Zeit meines Lebens in Erding gewohnt oder gelebt auch. Und deswegen werde ich jetzt auch versuchen, mich irgendwie zweizuteilen und in München und in Erding so viel Wahlkampf zu machen, wie es geht. Und der Grund, warum ich bei den Piraten angefangen habe, weil ich war anfangs auch sehr politikverdrossen oder habe mich auch nicht wirklich interessiert, war eben, dass ich, wenn ich überhaupt Politik machen will, es mit jungen oder jung gebliebenen Menschen machen will und vor allem mit Leuten, die auch was vom Internet verstehen oder zumindest ein bisschen mehr als die Parteien, die in den Landtagen oder Bundestagen sitzen. Und ja, die Piraten sind im Durchschnitt 37 und die Kernthemen waren schon immer Datenschutz und Netzpolitik und deswegen bin ich bei den Piraten gelandet. Als ich dann auch aktiv wurde, habe ich schnell gemerkt, dass die Piratenpartei eine wirkliche Mitmachpartei ist. Also ich bin jetzt knapp 2 Jahre bei den Piraten und habe schon ein Amt, eine Kandidatur. Ich kann bei jedem Themen mitmachen, ich kann bei allen Aktionen mitmachen. Und das habe ich von Anfang an gleich im ersten Monat gemerkt, dass man hier irgendwas gestalten kann und überall mitmachen kann. Und deswegen ist es ja auch unser Ziel, dass wir nicht nur eine Mitmachpartei sind, sondern auch wirkliche Mitmachpolitik machen wollen. Und dass wir das überall umsetzen. Und deswegen ist für mich persönlich auch, da ich Kandidatin auf ländlichem Gebiet bin, der Breitbandausbau. Um jetzt schnell und ja günstig auch irgendwie an Informationen, Aufklärungen zu kommen oder auch irgendwie bei Mitmachplattformen teilzuhaben und ja, diese ganzen Angebote im Internet einfach, die es einen vereinfachen, zu gestalten, das ist in Deutschland oder auch in, vor allem in Bayern, da haben wir zumindest nicht die Voraussetzung, dass wirklich jeder daran teilhaben kann. Also der Breitbandausbau ist in Bayern wirklich katastrophal. Und das ist für mich einer der ersten Schritte. Und dann müssen natürlich auch die Inhalte und Angebote da sein und genutzt werden. Für mich ist das unabdingbar, damit wir wirkliche Bürgerbeteiligung auch ermöglichen können. Und das sehe ich auch mit unter anderem als eins unserer Ziele oder Aufgaben, dass wir die Bürger auch ermutigen, diese Angebote wahrzunehmen. Ich sehe uns als Piratenpartei auch, also ich sehe es als unsere Aufgabe, dass wir die Gesellschaft und die Politik ins digitale Zeitalter bekommen. Danke. Vielen Dank. Ja, guten Abend, mein Name ist Roland Junicke. Ich bin Kandidat im Stimmkreis Giesing hier in München und ja, aktiv politisch schon seit ja, jetzt 10 Jahren in diesem Jahr, die ersten 6 davon außerhalb von der Partei und seit 4 Jahren bei der Piratenpartei. Ich habe mich in der ganzen Zeit immer schon für freie Netze, für Datenschutz gegen Überwachung eingesetzt und das geht auch Richtung Softwarepatente, ich setze mich für freie Software ein, also alle diese Netzthemen, wo man sie subsumieren kann. Da habe ich viele Aktionen gemacht, große Demonstrationen mit bis zu 16.000 Teilnehmern und das war ganz eine super Zeit und jetzt hoffe ich, das fortsetzen zu können für die Piratenpartei auch im Landtag. Ja, wir erleben heute, oder was heißt heute, in den letzten Wochen schon, einen Dammbruch im Datenschutz, einen Dammbruch in der inneren Sicherheit. Wir müssen erleben, wie ausländische Geheimdienste Informationen sammeln und auswerten vor allem, wie sie vorher nur Verschwörungstheoretikern bekannt war. Viele, auch innerhalb der Partei, haben das schon immer vermutet. Jetzt muss man sich nicht mehr schämen, wenn man sagt, die überwachen uns eh, weil es ja stimmt. Jetzt wissen wir das
Und nichtsdestotrotz setzen wir uns da ein, dass das abgeschafft wird, dass das nicht mehr stattfindet. Wir müssen die Privatsphäre der Bürger achten. Und ich habe vor einigen Jahren einen Satz mitgeprägt, der sozusagen sich in meiner politischen Zielsetzung und Vision niederschlägt. Und den möchte ich Ihnen kurz vortragen. Es ist ein einfacher Satz. Die Souveränität des Menschen über seine Daten ist Voraussetzung zur Wahrnehmung seiner Freiheit. Und das zeigt sich immer wieder, dass wo dieser Satz gebrochen wird, es abwärts geht. Und dass allerdings die Politik, egal ob jetzt in den USA oder in Deutschland, das überhaupt nicht wahrnimmt, sondern dass wir immer weiter Richtung Sicherheitsgesellschaft, immer weiter Richtung Überwachungsgesellschaft gehen. Und dem müssen wir widerstehen, da müssen wir ein Gegengewicht setzen. Wie machen wir das? Wir haben am Montag beispielsweise Strafanzeige einmal gegen Ronald Profaller gestellt, den Kanzleramtschef, weil er mutmaßlich beteiligt daran war, deutsche Daten an die Amerikaner und Briten weiterzuleiten. Des Weiteren haben wir auch Strafanzeige gegen große deutsche Unternehmen gestellt, Carrier, Telekommunikationsunternehmen, beispielsweise Telekom, O2, E-Plus und so weiter, die mutmaßlich daran beteiligt sind, ohne rechtliche Grundlage an Geheimdienste, ausländische Geheimdienste Daten weiterzugeben und das gegen Bezahlung. Wir hatten heute eine Hausdurchsuchung bei der Telekom, natürlich leider nicht wegen unserer Strafanzeige, aber wir hoffen, dass das bald passiert. Jedenfalls, da setzen wir uns an vielen Stellen ein. Demonstrationen mit Krypto-Partys, also das sind Informationsveranstaltungen, wo wir Bürgern nahelegen und erklären, wie das geht mit der Verschlüsselung von E-Mails, von Chats, von Telefonaten. Und da müssen wir viel tun, da haben wir viel zu tun, auch in Bayern speziell. Herr Lieber hat es schon angesprochen, der Bayern-Trojaner ist ein großes Thema, aber auch der Umgang mit Daten in den bayerischen Behörden ist ja katastrophal. Ich bin nur ehrenamtlich da beteiligt, ich bin beim Technischen Hilfswerk und wenn ich sehe, was in den Behörden in Bayern mit persönlichen Daten gemacht wird und wie darauf gewettet wird, dann wird mir Angst und Bange. Das möchte ich abschaffen, das möchte ich wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, bis da etwas sich verbessert. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Rebecca Wissner, ich bin Stimmkreiskandidatin in Bogenhausen. 2009 gab ich meine Stimme einer kleinen Partei. Einer Partei, die belächelt wurde, denn diese Partei beschäftigte sich ja sowieso nur damit, dass illegale Downloads legal werden sollten und sie kifften. Die haben ja sowieso kein Programm, durfte ich mir anhören. Heute will ich für die Piraten in den Landtag. Denn ich muss sagen, wir haben verdammt nochmal ein Programm. Ich beispielsweise mache mich für die Familienpolitik stark. Das klassische Familienmodell, Vater Alleinverdiener, Mutter Hausfrau, 4 Kinder zu Hause, ist doch total veraltet. Wird aber vom Staat immer noch beispielsweise durch das Ehegattensplitting unterstützt und gefördert. Ich finde, es ist egal, wie eine Familie aussieht, sei es eine Patchwork-Familie, sei es ein homosexuelles Paar, sei es ein Harem, was auch immer. Eine Familie ist, was jeder von uns selbst draus macht. Und übrigens, ich habe auch Vorhänge an meinem Schlafzimmerfenster. Das ist nichts Besonderes, oder? Da wundert sich keiner, dass ich nicht jeden zusehen lassen möchte, was ich daran so treibe. Aber wieso ist es dann verwunderlich, dass ich nicht möchte, dass meine Privatsphäre im Internet nicht geschützt wird? Ich finde, dort habe ich genau das gleiche Recht darauf wie in meinem Schlafzimmer. Denn schließlich spielt sich dort auch ein Großteil meines sozialen Lebens statt. Und nicht nur meines, sondern von vielen Menschen. Und darüber möchte ich euch jetzt nachdenken lassen und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, dann von mir auch noch als Letzten in der Runde einen schönen Abend. Mein Name ist Florian Deißenrieder, ich bin 29, habe Medizin studiert. Ich bin 2011 in die Piratenpartei gekommen, hauptsächlich schon wegen gerade diesen Gründen Internet, Überwachung im Internet, Vorratsdatenspeicherung, die Herr Jungnickel angesprochen hat. Aber aufgrund meines Hintergrundes gab es ein Thema, auf das ich mich von Anfang an besonders gestürzt habe, und das ist die Drogenpolitik. Denn Drogen legalisieren hört sich als erstes mal relativ komisch an. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, ich wurde sehr schnell integriert in die Arbeitsgruppe, die bundesweit arbeiten, und da arbeiten unheimlich viele Menschen mit, auch sehr viele kompetente Menschen, Experten aus den verschiedensten Bereichen, und
Ich habe dann auch mitgearbeitet an dem drogenpolitischen Wahlprogramm, gerade auf Landesebene. Und ich denke, dieses Wahlprogramm, das die Piratenpartei zur Drogenpolitik beschlossen hat, ist ein sehr fundiertes und sehr wissenschaftliches Wahlprogramm. Eine Zusammenfassung der drogenpolitischen Thesen finden Sie auch in Ihrer Pressemappe. Ich bin gerne bereit, natürlich Ihnen danach noch Fragen zu beantworten, möchte aber die Gelegenheit hier im Presseclub, hier am Marienplatz doch noch kurz nutzen, um auf ein anderes Thema hinzuweisen. Denn um die Ecke vor noch nicht mal 2 Wochen am Rindermarkt haben 50 Asylsuchende protestiert. Und zwar mit einer Protestform, Hungerstreik, die potenziell ihr lebensgefährlich war. Ich war dort jeden Tag mehrere Stunden, habe mit den Geflüchteten gesprochen, habe ihre Verzweiflung gesehen und erleben müssen. Und ich denke, was man daraus lernen muss und was man nicht vergessen darf, denn in den Medien hört man kaum noch was davon, dass die Politik jetzt eine Aufgabe hat, hier die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass nicht in 2 Monaten oder in einem halben Jahr der nächste so radikale Protest stattfindet. Und wenn man heißt, die Rahmenbedingungen ändern, dann heißt das zum Beispiel die Residenzpflicht abschaffen, die für Flüchtlinge gilt, das steht in unserem Wahlprogramm drin, oder statt Essenspaketen zu ermöglichen, eine Selbstversorgung der Zufluchtsuchenden oder statt der Lagerpflicht auf dezentrale Unterbringung zu setzen. Und auch zum Beispiel die aktuelle Praxis der Abschiebehaft ist erstmal auszusetzen. Und ich möchte nämlich betonen, dass, glaube ich, gerade diese radikale Form des Protestes, dass die gerade von Flüchtlingen aus Bayern stammt, ist, glaube ich, kein Zufall. Denn gerade hier in Bayern und die CSU ist im Umgang mit den Asylsuchenden doch deutschlandweit besonders hart. Und ich denke, hier braucht es eine andere, menschlichere Politik. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Einmal, Herr Liebe, wenn ich die aktuellen Umfragen sehe, dann sind die letzte, das ist ja nicht so rosig, aber die letzte Mal, die würden den Rhein kommen. Wo sehen Sie denn den Partner, mit dem Sie denn, weil sind die Programm, das ist ja wohl ein bisschen schwierig, was sind denn die aktuellen Parteien, die im Ansatz sind? Könnte man denn da, weil die werden ja wahrscheinlich auch mit Türen anziehen. Sicherlich. Und dann müssen die ja mit der Politik und mit den Zusammenarbeiten, sehen ja Möglichkeiten, wo am meisten. Und die letzte Zeit im Augenblick, heute kommt ja gerade keine Aktion. Also ich gehe mal davon aus, dass wir morgen was hören werden, was hier so gerade ist. Aber dennoch, wie werden Sie denn umgegangen jetzt? Hätten Sie geräumt? Was hätten Sie gemacht? Hast du schon einen Leute? Ich fange vielleicht einfach mal an. Also sicherlich, wir werden in der Opposition landen. Ich denke, für eine Regierungsbeteiligung, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das wäre auch jetzt nicht die Entscheidung, die wir hier zu treffen haben. Es gibt immer wieder Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass in Baden-Württemberg und in Niedersachsen 2 Parteien gewechselt haben und die Teile in ihrem Wahlprogramm hatten, die mit unseren übereinstimmen, diese jetzt aber auch beide noch nicht umgesetzt haben. Jetzt, wenn ich beispielsweise Baden-Württemberg sehe, wo sowohl SPD als auch Grüne ein Informationsfreiheitsgesetz in ihrem Wahlprogramm haben und noch nicht einmal einen Entwurf eingebracht haben, dann können wir dort definitiv Druck machen, dass dort auch was vorangeht, dass wir dafür sorgen, dass insgesamt richtige Entwürfe reinkommen. Denn von allein wird das nicht kommen. Die anderen Oppositionsparteien sind vor dem Wahlkampf, das hat man auch beim letzten Wahlkampf bei der FDP gesehen, die hat sehr stark sich für die Bürgerrechte stark gemacht und jetzt sich hier eigentlich jedes Mal bei jedem Antrag der Bürgerrechte beschnitten hat, sei es Bestandsdatenauskunft oder sei es auch die Ablehnung des Informationsfreiheitsgesetzes jetzt hier demnächst in Bayern entgegengehandelt hat. Und dadurch, dass wir in der Opposition auch sicherlich lautstark weiterhin dort die Forderungen ansprechen werden, haben wir dort natürlich auch ein Druckmittel. Wir können die dann entsprechend unter Druck setzen und ich gehe auch davon aus, dass wir die in gewisser Weise dann auch vor uns hertreiben müssen und auch können.
Und was Sie vorhin sagten, die Umfragewerte sehen ja nicht so rosig aus. Ich meine, wenn wir persönlich als Spitzenkandidaten nicht daran glauben können, dass wir nicht reinkommen, dann brauchen wir gar nicht erst antreten. Und wir treten an. Von dem her passt das perfekt. Möchte noch jemand? Könnte ich dazu auch eine kleine Anekdote erzählen? Und zwar wurde eine Freundin von mir neulich angerufen vom Forsa-Unternehmen. Eine Wahlumfrage. Sie wurde gefragt, wie sie mit den aktuellen Politikern zufrieden ist, mit den Parteien, mit den Programmen und ganz zum Abschluss, welche Partei sie wählen würde. Da hat sie gesagt, die Piraten. Die gute Frau am Telefon hat sie ausgelacht. Und wenn ich dann solche Umfragen, also solche Ergebnisse sehe, kann ich das irgendwie dann nicht mehr ernst nehmen. Also zu Ihrer Frage, es wurde ja geräumt wegen Lebensgefahr für die Menschen dort. Und da muss ich sagen, diese Lebensgefahr bestand natürlich. Also ich war Teil in dem bisschen selbstorganisiertes medizinischen Team. Ich meine, zuletzt war immer ein fertiger Arzt, ein qualifizierter Ersthelfer da. Nachts wurden die alle Viertelstunde praktisch mehr oder weniger geweckt, um zu schauen, ob Komplikationen vorliegen. Das heißt, die medizinische Versorgung war gar nicht so schlecht, aber einfach, weil die Leute 3, 4, 5 Tage nichts getrunken hatten, war das akut lebensbedrohlich. Deswegen kritisiere ich auch gar nicht besonders die Räumung, sondern ich kritisiere viel eher die Politik, die dazu geführt hat, dass diese Menschen so einen radikalen Protest gewählt haben. Vorne, bitte. Sie sind alle sehr engagiert, bravo. Wie sieht aber für den Fall, dass die entscheidenden 13 Stimmen zu der 5%-Fassung fehlen? Wie sieht bei Ihnen der Plan B aus? Was machen Sie weiter? Weitermachen. Also ich meine, wir sind alle aus Spaß dabei. Wir sind alle dabei, weil wir die Politik mitgestalten würden. Und wir werden uns bestimmt nicht von einer Absage quasi entmutigen lassen. Wir werden weiterarbeiten, wir werden an unseren Programmen weiterarbeiten, an unseren Strukturen und wir werden es dann halt bei den nächsten Wahlen probieren. Noch dazu ist es ja jetzt schon so, dass wir außerhalb der Parlamente seit unserem Bestehen schon Politik verändert haben. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, so an 2006, selbst dann noch über Datenschutz zu sprechen oder in Medien zu lesen, war sehr selten. Über das Wort Transparenz kam kaum vor oder gar nicht. Durch unsere politische Aktivität, natürlich auch der beteiligten Bürgergruppen, also Nichtparteien, ist das in die öffentliche Wahrnehmung erst gekommen. Und heute kann sich keine Partei mehr erlauben, nicht über Transparenz zu sprechen. Und sogar die CSU verabschiedet Transparenzsatzungen in ihren geführten Gemeinden. Zwar nicht so, wie wir das eigentlich wollen, aber sie nennen es genauso. Dann merkt man also, das ist für die alle ein Thema und die können sich es nicht mehr erlauben, darüber nicht zu sprechen. Und allein das ist ein riesig politischer Erfolg, der maßgeblich auch von der Piratenpartei mitbestimmt worden ist. Und so können wir unsere Arbeit auch, falls es nicht klappt, obwohl ich natürlich stark darauf hoffe, dass es klappt und ich dafür auch kämpfe, selbst wenn es nicht klappen wird, werden wir das fortsetzen und werden diese Themen und natürlich auch weitere treiben und da eine außerparlamentarische Opposition bilden, als starkes Gewicht. Noch eine Frage? Dazu. Es ist sehr schön, aber es wird nicht assoziiert mit den Piraten, das Thema. Ihr seid ja selbstständig. Wie wollen Sie das in den Kontext bringen? Das waren die Piraten. Die Geschichte wird von denen gemacht, die sie schreiben, und das sind im Zweifel die Journalisten. Wir müssen tatsächlich an einer Stelle. Wir müssen tatsächlich an einer Stelle besser werden. Und das ist die Journalisten einzubinden, beziehungsweise unsere Dinge, wie wir sie sehen, unsere eigene Wahrheit, ja, besser zu transportieren. Da sind wir ausbaufähig, das gebe ich an mir selber zu. Ich glaube, da werden mir auch meine Parteikollegen zustimmen. Und ich hoffe, wenn Sie Informationen haben möchten, dann kommen Sie auf uns zu. Und ich hoffe, dass wir Sie auch aktuell und immer auf unsere Informationskanäle auch einbinden können. Danke. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Jahren oder fast 6 Jahren nicht geschafft, vernünftiges Breitband hinzukriegen. Wie glauben Sie denn, man nicht teilweise nicht wollen, sondern teilweise nicht dürfen? Ob das jetzt die
Telekommunikationsunternehmen, was die Gemeinde betrifft, oder aber auch die Kommunen. Wie wollen Sie es denn schaffen? Bitte. Also ich denke zumindest, dass die Kommunen da in der Richtung ein bisschen überfordert sind. Erstens, weil das Geld fehlt, weil es teuer ist und weil der Bund, finde ich, das Thema auch ein bisschen abschiebt. Die beste Lösung wäre natürlich wirklich auf Bundesebene, dass der Bund auch die privaten Unternehmen verpflichtet, dass es zumindest irgendwie einen Mindestanspruch gäbe, auch auf dem Land, dass jeder gleich schnelles Internet hätte. Aber es läuft auf Landesebene auf jeden Fall darauf hinaus, dass man mehr Geld investieren muss in die Richtung. Und selbst Merkel hat 2009 schon versprochen, dass wir 2014 alle mit schnellerem Internet versorgt werden, und sie haben ihr Versprechen gebrochen. Also ich denke auf jeden Fall, dass man das umsetzen kann und muss und wir im Vergleich auch mit den anderen Ländern da wirklich ewig hinterherhinken und dass da was getan werden muss. Und von den Grundvoraussetzungen sind wir halt gar nicht so schlecht, stehen gar nicht so schlecht da. Was jetzt Kunden und also Abdeckung der Kunden angeht und auch was jetzt die Grundvoraussetzungen der Kabelverlegung angeht. Wenn ich dazu vielleicht auch kurz was sagen darf. Es ist eigentlich auch relativ deckungsgleich, wenn man sich die Gebiete anguckt, die strukturell, die industriell oder von der Arbeitslosigkeit her in Bayern nicht so gut dastehen, sind zeitgleich eigentlich immer die Bereiche, in denen auch eine ziemlich schlechte Netzabdeckung da ist. Und hier greift meines Erachtens die Wirtschaftspolitik der bayerischen Regierung, in dem Fall natürlich dann auch von der FDP, komplett falsch an. Denn neue Wirtschaft kann sich heutzutage ja eigentlich nur noch dort etablieren, wo auch eine entsprechende Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist. Ansonsten lohnt es sich für die gar nicht mehr dort einen größeren Betrieb aufzubauen, weil sie ihre Daten nicht mehr schnell genug für den globalen Markt überhaupt auf den Markt bringen kann. Und wenn man sich anguckt, dass in Bayern die durchschnittliche Datenrate des Internetanschlusses in Europa ziemlich weit hinten liegt, sogar hinter Rumänien, dann gibt es hier schlicht und einfach ein enormes eine enorme Nachholpflicht sogar. Also hier hat schlicht und einfach die bayerische Regierung Ewigkeiten geschlafen und jetzt muss er halt dann nachzahlen, aber das muss gemacht werden. Ich halte das auch für aus wirtschaftlicher Sicht für eine absolute Pflicht, dass das ruckzuck durchgezogen wird und dann auch entsprechend rein investiert wird. Herr Jungenigel? Frau Lang hat es angesprochen, wir setzen uns auch dafür ein, dass man einen Mindestgeschwindigkeitsanschluss gewissermaßen, wie man heute ein Recht darauf hat, einen Telefonanschluss in das hinterste Dorf, an den entlegensten Bauernhof zu bekommen. Allerdings ist immer die Frage, wie finanziert man das denn? Wem legt man das heutzutage auf? Früher war es einfach, da hatte man einen Monopolisten, der musste das finanzieren, fertig, aus. Da haben wir uns darauf geeinigt in unserer Programmatik, dass wir eine Abgabe auf bestehende Breitbandanschlüsse schauen wollen, ob man das erheben kann, auch als Land. Wenn das nicht als Land geht, dann müssen wir uns auf Bundespolitik, auf Bundesebene dafür einsetzen, dass es geht. Das sind vielleicht nur wenige Cent, die pro Monat und pro Anschluss anfallen, aber damit könnte man diese entfernten Anschlüsse, die teuer zu verlegen sind, auch finanzieren. Des Weiteren setzen wir auf Bürgernetze. Bürgernetze sind im Anfang des Internets auch in Bayern sehr verbreitet gewesen. Das heißt, da haben sich Leute zusammengeschlossen, die Modems hingestellt haben, da konnte man sich da einwählen. Heute findet das statt, auch in Bayern, von vereinzelten bayerischen Kommunen, die ihre eigenen schnellen Netze ausbauen mit Glasfaser oder anderen Technologien. Und das muss stärker gefördert werden. Da kriegt man momentan relativ wenig Unterstützung, zumindest von der Staatsregierung. Und das können wir ändern. Ich spanne jetzt mal den Bogen. Wir hatten bis jetzt Transparenz, informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz, innere Sicherheit und Justiz, den gläsernen Staat als Begriff, Datensicherheit, mehr Mitbestimmung, Familienpolitik haben wir gerade auch angesprochen und Drogenpolitik. Gibt es hierzu Fragen? Stellen Sie sie jetzt. Hier sind die Kandidaten. Es gibt zwar auch eine Möglichkeit im Anschluss noch an diese an dieses Podium, das zu tun. Aber
Feuern Sie los. Hier vorne ist noch eine Nachfrage. Glauben Sie, uns waren die Mobilität? Glauben Sie, dass die Woche unser Wissenschaftsminister heute offensichtlich verankert nicht gehen konnte, mit seinem Kultursaal und das Herz war von deutschen Regierungen, wollte ich wissen, was die Piraten auf die Bühne getroffen haben? Weil die Staatsregierung will ja seit Jahren einen neuen Konzertsaal bauen lassen, wo eben unter anderem ist seit längerer Zeit schlecht dagegen. Was haben Sie dazu gemeint? Seinen offiziellen Beschluss zum Konzertsaal gibt es von den Piraten noch nicht. Ich persönlich, ich habe unser Kulturprogramm hier in Bayern mitverfasst, halte einen Konzertsaal, einen weiteren Konzertsaal hier in München für falsch. Der bringt schlicht und einfach tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nur den Hoteliers was, da nicht erkennbar ist, dass die Orchester hierdurch besser werden. Ein besserer Konzertsaal, und man muss zugeben, der Gasteig ist kein guter Konzertsaal, aber ein besserer Konzertsaal macht die Orchester nicht besser, die hier in der Stadt sind. Das machen nur bessere Musiker und bessere Dirigenten, und die sind bereits nicht schlecht hier in München. Und des Weiteren bringt er auch nichts, was die Jugendförderung oder was die Kulturförderung angeht, denn man hat das auch hier gesehen mit dem im Gasteig, mit dem Richard-Strauss-Konservatorium. Das hat auch nicht im Endeffekt so gut funktioniert, wie es angedacht war. Von dem her ist es tatsächlich nur eine immense Investition in ein Kulturwesen, die an anderer Seite um ein Vielfaches besser benötigt wird. Also das ist auch einer der Punkte, die wir der Staatsregierung aus der Kultursicht immer ankreiden, dass hier sehr viel auf Prestigeprojekte gesetzt wird und sehr wenig in der breiten Kulturförderung jetzt, auch abseits der Kulturförderung, die jetzt vom Bezirk unternommen wird, sondern dass hier tatsächlich nur irgendwelche Prestigeprojekte, die sogenannten Leuchtturmprojekte vom Herrn Seehofer oder vom Herrn Heubisch, durchgezogen werden, aber im Endeffekt die 700 Millionen Euro, die den Museen fehlen, dadurch die Museen trotzdem verrotten lassen. Deswegen sind wir eigentlich, oder denke ich, dass das wir aus unserem Programm hier von den Piraten eine eindeutige Stellung gegen den Konzertsaal ableiten können. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, möchte ich zum... Ach, da hinten ist noch eine. Ja, bitte. Aber zum Thema Gäste der Staat, private Bürger. Also ein Beamter oder ein Politiker kein Recht auf Privatsphäre, also nur der normale Bürger. Bitte darauf antworten. Ja, wir setzen uns ja seit jeher dafür ein, auch politische Mitbestimmung weiter zu ermöglichen. Jetzt gibt es auch andere Parteien in Bayern, die da lustige Programme im Internet installiert haben und Bürger einladen, da mitzumachen. Das haben wir auch. Allerdings die Parteien, die ich jetzt da meine, die sind auch an der Regierung. Die CSU hat sowas, die FDP hat sowas auch eingerichtet. Da muss man sich zwar anmelden, aber gut, man kann da theoretisch mitmachen. Das Problem, was diese Parteien noch nicht erkannt haben oder einfach nicht wahrhaben wollen, ist, dass man als Bürger gar nicht mitmachen kann in Bayern, wenn man die Informationen nicht hat, die dazu notwendig sind. Ich hatte das mehrfach selber erlebt, entweder auch online oder offline, also im realen Leben. Man geht zu einer Podiumsdiskussion, wo geht es um ein strittiges Thema, dann traut man sich eine Frage zu stellen oder ein Bürger traut sich eine Frage zu stellen, die kritisch ist. Und derjenige, der da vorne sitzt, ist der Experte, der hat Informationen, die die Öffentlichkeit nicht hat. Und der bügelt denjenigen, der da fragt, einfach runter mit Informationen, die das Gegenüber gar nicht haben kann, weil sie nicht öffentlich sind. Und deshalb brauchen wir an der Stelle unbedingt ein Transparenzgesetz, die diese Daten veröffentlichen lässt, beziehungsweise wo ein Anspruch besteht, das zu erfahren. Jetzt muss ich aber nicht unbedingt das Klopapier von dem Beamten wissen, der daran beteiligt ist, eine Umgehungsstraße zu bauen. Das geht mir nichts an. Vielmehr, und da ist genau diese Trennlinie, die ich sehe, muss es darum gehen, sich die Frage zu stellen, wer ist wem in der Politik, bei den Beamten, in den Behörden, eigentlich Rechenschaft schuldig? Das ist die große Frage. Wer ist wem Rechenschaft schuldig? Ich als Bürger bin eigentlich bis auf mir selber und meinen Angehörigen und denen, mit denen ich kommuniziere oder mit denen ich agiere, niemandem sonst Rechenschaft schuldig. Allerdings als Politiker selbstverständlich jedem, der auch in Deutschland und in Bayern mich entweder wählt oder wenn ich gewählt werde, dann natürlich auch jedem bayerischen Bürger, weil ich ihn vertreten soll. Das ist Rechenschaftsschuldigkeit, und der Beamte, der einen Verwaltungsvorgang ausführt, ist jedem Rechenschaft schuldig darüber, was er tut, allen, die da betroffen sind.
Und diese Frage muss stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wenn man sich diesen roten Faden zieht, dann sieht man, wo alles was zu tun ist in Bayern. Danke. Ich würde jetzt dieses Podium gerne schließen. Falls es noch eine Frage gibt, bitte jetzt. Da hinten ist noch eine letzte Frage. Es ist jetzt in den letzten Wochen gekommen, dass die NSA, also eine Freundin der NSA, in Deutschland ausspielen müssen. Wie sollte Ihrer Meinung nach Deutschland verabredet werden? Ja, wer möchte? Kann gerne. Ja, wir als Piraten setzen uns auch seit der Gründung, zwar einer der Gründungsgründe sozusagen, einer der drei, vielleicht vier Gründe, warum sich die Piraten überhaupt gegründet haben, dass wir anlasslose Überwachung ablehnen. Das ist der Punkt 1. Wir als Piratenpartei sind da strikt dagegen. Wir setzen uns dafür ein, dass der Datenschutz mehr in den Mittelpunkt kommt. Wie Deutschland jetzt reagieren sollte, nun, USA ist ein Partner, da muss man schon darauf achten, dass man da die Beziehung vielleicht nicht allzu sehr belastet. Aber meine persönliche Meinung ist, jeder, der in Deutschland an diesem Überwachungsprogramm mitwirkt, ohne eine rechtliche Grundlage dort vorhanden zu haben, der gehört vor ein deutsches Gericht gestellt. Und das ist, glaube ich, gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, dass hier in Deutschland Leute mitwirken, ohne dass da ein Richter in Deutschland oder ein Gesetz dafür die Erlaubnis erteilt hat, Daten weiterzugeben. Vielen Dank. Ich darf dieses Podium jetzt schließen. Herzlichen Dank nochmal an die Kandidaten für den Landtag Bayern. Wir kommen jetzt zu den Bundestagskandidaten der Piratenpartei. An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, dass wir hier im Presseclub München am Freitag, den 26.07., einen sogenannten Workshop zur Datensicherheit haben. Also Freitag, 26.07., ein Workshop zur Datensicherheit. Derjenige, der das vortragen und instruieren wird, ist Alex Lessmann. Freitag, 26.07., hier im Presseclub.